Willkommen zurück bei unserer diesjährigen Challenge anlässlich des 5-jährigen History of Gaming Jubiläums. Mit dabei natürlich wieder mein großer Opponent, der Shadowrunner. Hallöchen. Und heute werdet ihr aus dem Off auch jemanden des Öfteren hören, der heute unser Moderator ist, unser Vermittler, unser Schiedsrichter. Mediator, der Stormy. Hallöchen. Und das hat einen Grund, dass er da ist. Becken, was spielen wir denn? Wir spielen heute Ich packe meinen Koffer. Richtig. Und wir Und haben. ich habe extra gerade eben schon nachgefragt, nein, ich darf nicht mitschreiben. Ja, das ist der Grund, weil letztendlich, wenn wir dann immer mitschreiben für den anderen, dann lesen wir immer die Liste und das widerspricht ein bisschen dem Sinn von ich packe meinen Koffer, sprich der gute Stormy wird mitschreiben und wird, wenn wir was Falsches sagen, Einspruch erheben. Das ist richtig. Bin mal gespannt, was ihr für ein Zeug Ja, zusammenquatschelt. und Das sind wir auch. wir haben auch schon gesagt, falsch ist es erst, wenn man ein Wort komplett ausgesprochen hat. Also zum Beispiel ein Tomat, Kartoffel wäre noch okay, wenn es Kartoffel wäre statt Tomate. Und ansonsten, best of three, es sei denn, es dauert außergewöhnlich lang. Allerdings in unserem Alter glaube ich nicht, dass wir uns so viel Sachen merken könnten. Ich habe das letzte, was weiß ich, vor 30 Jahren oder sowas gespielt. Richtig. Ist bei mir ähnlich. Gut, von mir, wer soll anfangen? Soll ich eine Münze werfen? Wirf mal eine Münze. Werf mal eine Münze. Moment, ich hole eine Münze aus meinem Geldbeutel, der liegt hier gerade so convenient. So, wer ist Zahl, wer ist Kopf? Ich nehme Zahl. Dann bin Nimmt ich der Kopf. Bacon Kopf. So, damit man es auch hört. Ich hoffe, man hört's. Man das gehört? Ja. Ja. Okay, es war Zahl. Okay, das heißt, ich darf anfangen. Das heißt, ich gehe jetzt in meine Konzentrationspose. Und Bacon, geh nochmal wieder ein bisschen näher ans Mikro. Du, ich hatte wieder das Gefühl, dass du manchmal nah an der Echt, Grenze bist. dann nehme ich es gleich in den Mund. Wow. Gut, dann fange ich mal an. Ich packe meinen Koffer und nehme Dein mit Mikro. Socken. Moment, ich habe gerade versehentlich den Ton ausgemacht bei mir. Tja, erste Runde verloren, schade. Nee, ich habe echt gerade den Ton bei mir ausgemacht bei Okay, den beiden jetzt Sätzen. hörst du mich wieder? Ja. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken und ein paar Unterhosen. Okay, ich nehme mit Socken ein paar Unterhosen. Und ein Dildo. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken, ein paar Unterhosen, ein Dildo und grünen Tee. Okay. Ich nehme mit. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Socken, ein paar Unterhosen, ein Dildo. Grünen Tee und ein Mauspad. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken, ein paar Unterhosen, Dildo, grünen Tee, ein Mauspad und 6 Packungen Taschentücher. Okay. Ich nehme mit, ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken. Ein paar Unterhosen, ein Dildo, grünen Tee, ein Mauspad, 6 Packungen Taschentücher und Butter. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken, ein paar Unterhosen, ein Dildo, Grüntee, Mauspad, 6 Paar Taschentücher, Butter und 8 Bleistifte. Okay. Packe meinen Koffer und nehme mit Socken, ein paar Unterhosen, ein Dildo, grünen Tee, ein Mauspad,
Verdammt. 6 Packungen Taschentücher. Butter. 8 Bleistifte und ein Feuerzeug. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken, ein paar Unterhosen, ein Dildo, Grüntee, ein Mauspad, 6 Packungen Taschentücher, Butter, 8 Bleistifte, ein Feuerzeug und ein Zigarettenanzünder. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken, ein paar Unterhosen, ein Dildo, Grüntee, ein Mauspad, 6 Packungen Taschentücher. Butter, 8 Bleistifte, ein Feuerzeug, ein Zigarettenanzünder und Watte. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Socken, ein paar Unterhosen, ein Dildo, Grüntee, Butter. Stopp. Danke. Jetzt hast du mal ganze 2 Stück übersprungen. Das Mauspad und die 6 Packtaschentücher. Ja. Nein. Nein, warte mal kurz. Mhm. Ich habe 2 übersprungen. Ich kann nur einen übersprungen haben. Du hast 2 übersprungen. Der Socken, die Tasse ein paar Unterhosen, Dildo, grüner Tee, Mauspad, 6 Packtaschentücher und dann kommt die Butter. Weil der grüne, die Tasse mit grünem Tee, die steht auf einem Mauspad. Ja. Ja, nein, ihr habt recht. Ja, ich habe mich vertan. Ich schreibe ja auch mit. Erster das Punkt heißt, geht an den Herrn Shadow Runner. Ja, und ich würde sagen, die zweite Runde darf dann logischerweise du anfangen. Genau. Ich sag einfach mal, ich bin soweit. Ja. Tommy, du auch? Jawohl, ja, ich bin soweit. Wunderbar. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhornplüschtier. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhornplüschtier und Mullbinden. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhornplüschtier, Mullbinden und ein Doppeldecker-Fahrzeug. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhornplüschtier, Mullbinden, ein Doppeldeckerfahrzeug und Schäfchenwolken. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhornplüschtier, Mullbinden, ein Doppeldeckerfahrzeug, Schäfchenwolken und ein Feuerzeug. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhornplüschtier, Mullbinden, ein Doppeldeckerfahrzeug, Schäfchenwolken, ein Feuerzeug und Donald Trump. Ich packe meinen Koffer, obwohl jetzt packe ich Shadows Koffer und nehme mit ein Einhornplüschtier, Mullbinden, ein Doppeldeckerfahrzeug, Schäfchenwolken, ein Feuerzeug, Donald Trump und einen Sextanten. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhornplüschtier, Mullbinden, ein Doppeldeckerfahrzeug, Schäfchenwolken, ein Feuerzeug, Donald Trump,
ein Sextanten und eine Wasserlache. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhorn-Plüschtier, Mullbinden, ein Doppeldeckerfahrzeug, Schäfchenwolken, ein Feuerzeug, Donald Trump, ein Sextanten, eine Wasserlache und Ninja-Sterne. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Einhorn-Plüschkissen. Kein Kissen, ein Tier. Okay. Ein Einhorn-Plüschtier, das ist ein Punkt für den Bacon. Hark. Yes. Und das Doppeldecker-Fahrzeug, tut mir leid, ich wollte eigentlich Doppeldecker-Spielzeugauto sagen. Ich kam nur beim Aussprechen nicht da drauf. Deswegen mit euren langen Wörtern, ich komme teilweise nicht mit dem Schreiben hinterher. Da fängt der andere schon wieder zu erzählen an. Ach, Plüschkissen, verdammt. Ja, erstmal einen Kummer wegschlucken. Ja, ich nehme auch eben kurz einen kleinen Schluck Tee. Gut. Fange ich dann jetzt wieder an, vermutlich? Ja, würde ich sagen. Der Nächste, der gewinnt, der hat gewonnen, würde ich sagen. Ja. Ja. Gut. Sehr schön gesagt. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier und ein Zebra-Tanga. Warum? Weil das in mein System passt. Okay. Gut. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga und eine Gazelle. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga, eine Gazelle und eine Violine. Gut. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine und ein Kehrblech. Kehrblech, hattest du gesagt? Kehrblech, ja. Diese kleinen Dinger mit so einem Handfegerchen, ne? Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, einen Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech und ein Sexspielzeug. Gut. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, einen Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug und Schlagsahne. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne und After Eight. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight
und Cappuccino. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, Scheiße, ich fasse das nächste nicht. Ein Kehrblech? Ja. Ein Sexspielzeug? Schlagsahne? After Eight? Ein Cappuccino und ein Zirkuswimpel? Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, Cappuccino, einen Zirkuswimpel und einen Clown. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, einen Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, Cappuccino, einen Zirkuswimpel, einen Clown und ein Zigeunerschnitzel. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, eine Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, Cappuccino, einen Zirkuswimpel, einen Clown, ein Zigeunerstützel und einen Wohnwagen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, Cappuccino, ein Zirkuswimpel, ein Clown, ein Zigeunerschnitzel, ein Wohnwagen und ein Viertelfünder. Bitte? Viertelfünder. Das ist so ein... Das deutsche Wort von Quarter Pounder. Viertelfünder. Viertelfünder, oh mein Gott. Auch eine Bezeichnung für eine Kanonenkugel. Ja, aber ich denke an den Burger. Daher hat er ja seine Bezeichnung. Gut. Dann packe ich meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, Cappuccino, ein Zirkuswimpel, einen Clown, ein Zigeunerschnitzel, ein Wohnwagen, ein Viertelfünder und passend dazu Pommes. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebra-Tanga,
eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, ein Cappuccino, ein Zirkuswimpel, ein Clown, ein Zigeunerschnitzel, ein Wohnwagen, ein Viertelfünder, dazu passend Pommes und 16 Packungen Mayo. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebratanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, Cappuccino, ein Zirkuswimpel, ein Clown, Zigeunerschnitzel, ein Wohnwagen, ein Viertelpfünder, dazu passend Pommes, 16 Packungen Mayo und einen Feuerlöscher. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebratanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, ein Cappuccino, einen Zirkusimpel, Clown, ein Zigeunerschnitzel, ein Wohnwagen, ein Viertelfünder, dazu passend Pommes, 16 Packungen Mayo, einen Feuerlöscher, und ein altes Buch. Mhm. Dann packe ich mal meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebratanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, ein Sexspielzeug, Schlagsahne, After Eight, Cappuccino, ein Zirkuswimpel, ein Clown, Zigeunerschnitzel, ein Wohnwagen, ein Viertelpfünder, dazu passend Pommes, das war halt immer dazu passend, 16 Packungen Mayo, ein Feuerlöscher, ein altes Buch und einen Edding. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Bier, ein Zebratanga, eine Gazelle, eine Violine, ein Kehrblech, Schlagsahne, Sexspielzeug. Ja! Er hat verkackt! Er hat Sexspielzeug und Schlagsahne Scheiße, verkehrt. Ja. Ja. Und da war's vorbei. Das kurze war wohl eine Frage. Flasche Bier zu viel. Ja. Kurze Frage möchte ich mal an dich. Hast du dir auch im Kopf eine Geschichte vorgestellt? Nee. Okay, bei mir war Kehrblech, war natürlich dann statt des Griffes, war da halt ein Sexspielzeug an dem Ende. Also ich habe mir wirklich eine Geschichte im Kopf vorgestellt. Ich muss sagen, ich finde eure Präferenzen erschreckend. So ein Dildo, ein Sexspielzeug, Butter, After Eight. Kurze Frage, du hast ja die Listen. War die dritte Folge die längste? Ja. Ich glaube ja, schon, ne? Sie war fast 20. So lang wie insgesamt die ersten beiden. 19, glaube ich. 19, warte, ich lass mich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, nicht schlecht für alte Männer, würde ich sagen. Ne? Also mein System war eigentlich, ich habe immer versucht, der erste Buchstabe des Begriffs fing mit der
Zahl an. Also bei 2 habe ich was mit Z genommen, deswegen Zebra-Tiger, bei 6 Sexspielzeug. Deswegen auch 18 Packungen Mayo, weil mir da auf mit A nichts eingefallen ist und mir dann aufgefallen ist, dass es spätestens bei 20 richtig kacke wird, weil so viele Z-Wörter kenne ich gar Waren nicht. aber 16 Packungen Mayo. Ja, 16 Packungen. Stimmt, das war das alte Buch, ja. Und es war auch kein Zebra-Tiger, es war ein Zebra-Tanga. Ja, gut. Ja, das war dann mal eine Runde Gehirnakrobatik bei uns in der Challenge. Herzlichen Dank an Stormy, der sich extra dafür Zeit genommen hat. Kein Problemchen. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye bye.